Beim Immobilienmanager Award 2017 ist jetzt der Preis in der Kategorie Lifetime verliehen worden. Der Preisträger heißt Jan Betting. Herzlichen Glückwunsch, Herr Betting. Schönen Dank. Was bedeutet denn diese Auszeichnung für Sie? Also, ich bin stolz, ganz klar, dass ich so einen Preis bekomme. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ich habe das vorhin schon auf der Bühne gesagt, Lebenswerk klingt so nach Abschnitt Ende. So fühle ich mich eigentlich noch nicht. Und insofern bin ich da hin und her gerissen. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass es so gewürdigt ist. Und Herr Höller hat eine sehr, sehr schöne Rede gehalten, fand ich. Was waren denn so bedeutende Meilensteine Ihrer Karriere? Also zum einen das, was Herr Höller erzählt hat, dass ich mal aus dem Bankleben, als ich Vorstand einer kleinen Bank war, rausgegangen bin und auf die Immobilienseite. Und dadurch, glaube ich, sehr gut die Immobilienbranche kennengelernt habe und dadurch auch viele Kunden gut verstehen konnte. Dann der Weg zurück nach Berlin, Berliner Bankenkrise 2001, 2002. Eine Bank sanieren, 35% Personal abbauen, alles sehr unerfreulich, kurz vor der Pleite stehend. Und dann aus dieser Bank wieder eine erfolgreiche Bank zu machen, das hat Spaß gemacht, tolles Team. Das waren so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Und was sind so Leitsätze, die Sie begleitet haben auf Ihrer Karriere? Authentisch bleiben, auch wenn es unangenehm ist, offen die Wahrheit sagen. Vielleicht manchmal Ecken und Kanten dadurch haben und nicht mit der eigenen Meinung hinter dem Berg halten. Und wie sieht es jetzt aus mit der Karriere nach der Bankkarriere? Also mit Sicherheit nicht mehr operativ von morgens bis tief in die Nacht, sondern mehr so beratend, begleitend in Beiräten, Aufsichtsräten oder bei Investitionskomitees, bei privaten Familien, aber auch bei Unternehmen. Und wie sieht es aus, nicht mit der Karriere nach der Karriere, sondern mit dem Feiern nach der Auszeichnung? Da machen wir jetzt. Da legen wir es los. Dann viel Spaß dabei. Nochmal, schönen Dank. Cut.